Ja, schönen guten Tag. Ich spreche mit Hans Vorderziger, ja? Am Telefon. Am Telefon, ja, genau. Wenn es Skype Möglichkeit wäre, dann wäre ich mit einem Skype sprechen. Ha, was? Aber ja, mein Name ist Michael Glinski, Herr Hans. Herr Vorderziege, bitte. Sie haben Erfolge registriert in 2 Tagen und eingeloggt, aber ich werde Ihnen helfen, damit Ihr Konto viel vervollständigen können. Ja. Ich bin Ihr Kontoberater. Mein Name ist Michael Glinski. Ja, Sie haben Interesse gezeigt in einem Finanzmarkt und will ich Ihnen helfen, Ihr Konto vollständigen. Hallo? Ja. Hören Sie mich, ja? Ja, ich kann Sie hören. Ja, sehr schön, super. Welche Einzahlungsmethoden besitzen Sie, Herr Vorderziger? Ein was bitte? Welche Einzahlungsmethoden besitzen Sie? Haben Sie Kreditkarte, Masterkarte? Ja, natürlich. Ja, Visa oder Master? Alles. Ich habe auch American Alles, alles. Express auch da. Das ist auch kein. Ja, das ist. Ne, Master oder Visa? Ja, das können Sie sich ja im Prinzip aussuchen. Ich bin Ja. ein Hühnchen, nicht wahr? Hallo? Hallo, Sie sind kein Hühnchen. Natürlich bin ich ein Hühnchen. Sie, na, Herr, ich höre, dass Sie wimmeln mich ab, ja? Na, ich würde Sie nie abwimmeln wollen. Was wollen Sie mir denn verkaufen? Ja, es geht um die Absicht. Herr Hans, bitte lassen Sie, ja? Wir müssen miteinander sprechen wie ein aufrichtiger Mensch, ja? Ich bin ein aufrichtiger Mensch. Ich arbeite nicht in einem Callcenter. Ich bin auch ein richtiger Mensch. Ich arbeite nicht im Callcenter, als eine große Firma. Ach so, ja, dann tut mir das Ja, das leid. ist. Ich entschuldige mich. Herr Hans, lassen Sie mich ruhig miteinander zu sprechen, ja? Ich kann auch die Katze machen, wenn Sie das wollen. Nein, ich kann auch deine Brille machen. Was können Sie machen? Sie haben Das waren jetzt Sie. Ich habe Sie nachgemacht. Hallo? Na, okay. Hallo, na, okay, dann machen wir Können Sie noch die. andere Tiere? Können Sie einen Otter machen? Nee, dann machen wir eine zu, ja? Wir sollen den Zoo zumachen, dann muss er erstmal wieder geöffnet werden. Das ist doch Lockdown gerade. Ja, in der ganzen Europa ist Lockdown, ja, genau. Ja, und sind Sie nicht in Europa? Wir sind in Berlin, bin ich zu Hause. Ja, Berlin ist nicht in Europa, oder was? Ja, es ist Europa. Berlin ist eine multikulturelle Stadt. Ja. Ja, dann haben Sie auch mal ein bisschen Respekt vor meinem multikulturellen Hühnchen. Okay, dann machen wir Geschäft oder dann ich lege auf. Was ist Ja, für Sie dann lassen wichtig? Sie uns ein Geschäft machen. Was haben Sie denn zu verkaufen? Es geht um eine Aktiengesellschaft, Herr Hans, ja. Aktien? Aktiengesellschaft, Oh, ja. Die ich hab, Aktien oh, von der ich hab, Kryptowährungen, ich ja. hab gedacht, Sie sind wieder so einer, der Strom verkaufen will. Was? Na, hier rufen immer Leute an, die wollen Strom und Gas verkaufen. Ich hab gedacht, Sie gehören da Nein, dazu. das habe ich auch. Es geht um die Aktiengesellschaft, Jonas. Oh, Es geht um da muss ich mich ja Aktiengesellschaft. entschuldigen, das tut mir leid. Ich habe gedacht, Sie wollen Strom verkaufen. Nein, ich verkaufe. Sie machen eine kleine Investition und am Ende des Monats bekommen Sie eine Gewinn, ja? Mit kleinem Betrag großer Gewinn. Ja, das hatte ich ja im Internet nachgeguckt. Tut mir Ja. wirklich leid, nicht wahr? Ich habe wirklich gedacht, dass Sie sind wieder so einer, der da immer anruft. Der hat nämlich gerade angerufen und ich habe aufgelegt und dann haben Sie Ja. angerufen. Das ist das Das, ja, Missverständnis gewesen. gibt es viele Menschen, sind kein Betrüger sein. Sie Ja, rufen sie ja. einfach, ja, und sagen sie, die Kunden, das machen sie ihre Investition und so weiter und so fort. Sie nehmen Geld und weg. Genau, das ist ja Ja, das Problem. genau, das ist ein großes Problem. Ich bin hier, dann die große Problem zu lösen, ja? Ja, das ist sehr Ich gut, bin das ist. kein Betrüger, ich bin ein normaler Mann.
Und ja. Ich arbeite und das ist ganz, ganz alles ehrlich. Dann bin ich ja froh, dass Sie so einen guten Sinn für Humor haben. Weil normalerweise legen die immer auf, wenn ich das Hühnchen mache. Nee, jeder Mensch muss ein Humor sein. Humorig sein, ja? Dass die Betrüger, die legen dann halt immer auf, weil die merken, okay, bei dem ist, der ist nicht so dumm, der fällt da nicht drauf rein und dann legen die auf. Ja, Sie sind vollkommen recht, ja, genau. Ja, natürlich. Ja. Ich meine, wer legt da nicht auf, wenn da einer das Hühnchen macht, nicht wahr? Okay, dann. Also bei Ihnen, wenn ich das, also Sie haben so dieses Bitcoin und sowas, nicht wahr? Ja, genau. Sie können jetzt auch in den Bitcoin investieren, weil diese eine Bitcoin kostet ungefähr 48.000 Dollar, ja? Ja, Sie also können bei Kauf und Verkauf, dass Sie Geld verdienen. Ich wollte eigentlich, da gibt's ja diesen Dogecoin, den wollte ich eigentlich haben, weil der ja immer teurer wird, nicht wahr? Da wollte ich, sag ich mal, daran teilnehmen, weil das Futter ist halt ziemlich teuer. Dann, okay, Sie haben gesagt, Sie haben Master- und Visa-Karte, ja? Ja. Ja, das können die Kartennummer mir geben, dann ich lade ihre Konto an und dann können wir weitermachen, ja? Wie viele Dogecoins haben Sie denn da rumliegen? Ungefähr 250 Euro, oder wenn Sie 250, 500 und 1000. Wenn Sie 250 einzahlen, Sie bekommen 30% von uns Bonus, ja? Nee, dazu. Die Frage ist ja... Hallo, die Frage ist ja, wie viele von den Dogecoins kann ich bei Ihnen denn kaufen? Ich wollte da ja investieren. Ja, nein, Herr Hans, wir sind Ihre Konto einlegen. Gibt es, und wenn Ihre Konto einlegen und Eier legen, einzahlen und verifizieren, haben Ihre Hühner gerade Eier gelegt? Ach Mensch, keine 100 Eier. Sie haben doch gerade gesagt, wenn das Konto Eier gelegt hat, haben Sie gesagt. Eingelegt, nicht Eier gelegt. Eingelegt. Ach, Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen im Hühnermodus, muss ich zugeben. Herr Hartz, wie alt sind Sie? Ha, ich bin 81 und habe immer noch den größten Spaß im Leben. Ja, genau, ich bemerke das. Ja, ja. Und nach der Einzahlung, ich verifiziere nach Verifizierung Ihres Dateien. Dann ich leite weiter die andere Abteilung, die Finanzabteilung, die mit Ihnen sprechen unsere Analytiker, ja? Und die sagen Ihnen Bescheid, in welchem Bereich Sie können Investitionen machen und gewinnen. Naja, ich will ja eigentlich nur die Dogecoins haben, was anderes interessiert mich ja gar nicht. Das machen wir auch, das können Sie... Weil der größte Dogecoin, das ist da halt, der soll halt auf die Hühner dann aufpassen, nicht wahr? Sie können alle Lebensmittel. Ah, machen wir das oder nicht? Ja, natürlich. Weil ich schätze Ihre Zeit, ich schätze meine Zeit. Und wir haben schon 80 Minuten sprechen miteinander. 80 Minuten? 8 Minuten. Und wie Deutsche sagen, Zeit ist Geld, ja? Ja, von wo rufen Sie denn an? Und wie? Von wo Sie anrufen? Ich rufe aus Berlin. Wo denn da? Kennen Sie? Nicht weit von Berlitalstätten, ja, unseres. Ja, das hat doch bestimmt einen Namen, die Straße und die Firma. Die Investbus, die Firma heißt Investbus. Ja, kennen Sie Mariendorfer Damm? Ja, Mariendorfer, ja. Ja, da habe ich eine Zweitwohnung, Mariendorfer Damm 179. Da habe ich so eine Ferienwohnung. In Belis, ja? Ja, da habe ich so eine, das ist Tempelhof Mariendorf, ist das. Da habe ich so eine Ferienwohnung. Wie heißt das? Tempelhof? Tempelhof Mariendorf, das ist ein Stadtteil, das müssen Sie doch kennen, wenn Sie in Berlin wohnen. Mariendorf, ja? Lassen Sie mich da. Haben Sie was gegen meine Hühner? Nee. Ich mag den Fleisch. Sie was bitte? Sie mögen die Flasche? Ja, ich habe auch das Gefühl, Fleisch, dass Sie ziemlich einen Intus haben. Sie haben gesagt, Sie haben eine Visa und die Mastercard, ja? Ja, ich habe auch eine American Express.
im Prinzip. Das American Express, das brauchen wir nicht, bei uns das funktioniert nicht. Da kriege ich aber, wenn ich bei der mit der American Express einkaufe, da kriege ich pro 10 Euro Umsatz einen Hühnerpunkt. Und bei 9 ja, Hühnerpunkten können Hühne kaufen, ist einen Hahnenpunkt. Okay, Herr Hart. Ja? Sie sind ganz humorischer Mann. Natürlich. Das ist ganz normal, ich bemerke das. Ich bin früher mal Clown von Beruf gewesen, vielleicht hört man das. Ja, hört man das. Das wäre ein Joker, ja? Ja, wie der Joker. Aber ich habe halt nicht so ein bös angemaltes Gesicht. Ich habe im Prinzip eine Hühnermaske. Dann es wäre besser, wenn Sie mit unseren Dateien von der Visa oder Mastercard geben. Dann ich lade Ihnen ein Konto auf. Ja. Und dann können wir weitermachen. Kann ich bei Ihnen denn dann meine Hühnerpunkte gegen Dogecoin eintauschen? Dann machen wir Schluss. Wenn Sie nicht ins Geschäft kommen, ich lasse Ihnen Ruhe. Ja? Ich wollte, hab doch Ihnen, nur wir sind gefragt. Hier. Ja, wir sind hier zu arbeiten. Ja. Tschüss.